The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 26. August. We will forgive $10,000 in outstanding federal student loans. In addition, students who come from low-income families, which allowed them to qualify to receive a Pell Grant, will have their debt reduced $20,000. Joe Biden vergibt dem amerikanischen Volk, und zwar seine Student Loans, zumindest einen Teil davon. Die Studiengebühren sind eine wahre Last für Millionen von Amerikanern. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es normal ist, mit einem Schuldenberg aus dem Studium zu kommen. Gute Unis kosten leider richtig viel Geld. $50,000 pro Jahr sind normal. Das können sich viele nicht leisten und nehmen darum Kredite auf, die sie danach über Jahre und Jahrzehnte abbezahlen. Die Regierung erlässt jetzt Menschen mit einem Jahresgehalt von unter $125,000 jeweils $10,000 ihrer Schulden aus dem Studium. Manche bekommen sogar das Doppelte. Laut Joe Biden werden so 20 Millionen Amerikaner schuldenfrei. Die Republikaner versuchen auf Fox News Stimmung dagegen zu machen. All jene, die ihre Kredite brav bezahlt hätten und all jene, die aus armen Verhältnissen kämen und nicht studiert hätten, bekämen nichts und würden für vermeintlich reiche Menschen das Studium bezahlen. Sure, I mean, it's very regressive. It's the non-rich, who, the middle-class people who are paying the freight one way or another, including taxes, for those upper-crust people. You know, get graduate degrees in religion or poetry or stuff like there's that. There's a lot of kids that are working a job or two to try to pay it as they go. I know I was a blue-collar kid, and I worked two jobs through college to be able to pay my tuition as I went along. So it's not about me, but just in general, people are very outraged, I think. Susan Rice sieht das anders. Sie ist innenpolitische Beraterin im Weißen Haus und sie sagt, nur weil andere Leute ihre Schulden bezahlt hätten, spräche das nicht für einen Erlass bei den Student Loans. Yes, those who have paid their loans back deserve to be credited. That's fantastic. That's to their credit. But that doesn't mean that those who are for whatever reason unable to pay back their loans, like, you know, one third of people have debt and no college degree. That doesn't mean that because some were able to do so, nobody should help those who weren't. By that logic, we wouldn't help anybody in this country. Joe Biden gibt sich als Mann des Volkes, ist ja klar. Er werde sich niemals entschuldigen, für die arbeitenden Amerikaner Politik zu machen, so sagt er. I will never apologize for helping Americans working Americans in middle class, especially not to the same folks who voted for a $2 trillion tax cut that mainly benefited the wealthiest Americans and the biggest corporations. Am Ende des Tages ist Bidens Vorstoß eine politische Antwort auf ein Wahlkampfversprechen. Es soll den Anschein erwecken, das Problem zu lösen, dass Bildung nur was für Wohlhabende ist, obwohl es das nicht tut. Hier wird das Symptom behandelt, nicht aber die Ursache. Wenn ich höre, dass eine Hochschulbildung für viele Familien aus ärmeren Teilen des Landes einfach unerreichbar ist, dass Schüler aus finanziellen Gründen nicht mehr danach streben, dann läuft hier mächtig was schief. Damals in der Schule, schon von klein auf, haben wir uns vor dem Unterricht jeden Morgen hingestellt, Hand aufs Herz, zur Flagge schauend, und wir haben den Treueschwur gesprochen. Die letzte Zeile: One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Eine Nation unter Gott, unteilbar, mit Freiheit und Gerechtigkeit für jeden. Aber ein Bildungssystem, das nur den wenigsten die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Aufstiegs bietet, spaltet die Gesellschaft und löst das Versprechen des Landes nicht ein, das wir Amerikaner jahrelang eingetrichtert bekommen haben. Weder das der Freiheit noch der Gerechtigkeit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Dr. Norbert Lammert ist seit 56 Jahren Mitglied der CDU und heute Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Im Gespräch mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker macht er sich kluge und ehrliche Gedanken über seine Partei. Die Union befindet sich ganz sicher, wie das Land auch,
in einem Krisenmodus. Sie ist nicht mehr in der Regierung. Sie ist auch in vielen Fragen nicht mehr programmatisch konkurrenzlos. Anne Schwedt und Annette Weißbach an der Börse sprechen über ein großes Geheimnis von Twitter und die neuen Zahlen von Delivery Hero. Wir freuen uns über ein deutsches Kultgebäck, das Weltkulturerbe werden soll, und hören singende Kinder berühmter Popstars. Norbert Lammert war in seiner Zeit als Bundestagspräsident oft hart in der Sache. Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf, den Saal zu verlassen, weil Sie vom weiteren Verlauf dieser Sitzung ausgeschlossen sind. Ansonsten muss ich auf die sich weitere daraus ergebenden Konsequenzen aufmerksam machen, wenn Sie dieser Aufforderung nicht folgen. Dennoch schätzen die Abgeordneten ihn über fast alle Fraktionsgrenzen hinweg für seinen Humor und seine Spontanität. Also, Herr Kollege Lehrreder, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es weder verfassungsrechtlich noch nach unserer Geschäftsordnung Anspruch auf Beifall während der Reden gibt. Dass auf Ihre Aufforderung jetzt scheinbar spontan dieser Beifall erfolgt, ist eine bemerkenswerte Großzügigkeit der Kolleginnen und Kollegen, die ich ausdrücklich im Protokoll vermerken möchte. Ich weiß. Und legendär waren seine rhetorischen Scharmützel um die Länge der Redezeit von und mit Gregor Gysi. Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Also, Herr Kollege Gysi, falls Sie den verwegenen Gedanken mit der Uhr weiterverfolgen wollen, bitte ich herzlich darum, die Wertgrenzen einzuhalten, die mich zwingen würden, zunächst beim Bundestagspräsidenten die Genehmigung einzuholen. 12 Jahre lang hat er das zweithöchste Amt im Staat ausgeübt. Als er 2017 als Bundestagspräsident ausschied, übernahm er den Vorsitz der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Gestern war Norbert Lammert in unserem Podcast-Studio in Charlottenburg und er hat mit The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker unter anderem darüber gesprochen, ob er diese lange Zeit an der Spitze des Parlaments rückblickend nicht auch bereut. Ob andere Posten nicht mehr gereizt hätten. Sie waren 37 Jahre im Bundestag. Einer meiner Kollegen hat mal über Sie geschrieben, Sie sind der Mann, der zu oft nicht gefragt wurde. Sie waren parlamentarischer Staatssekretär, aber Sie waren nicht wirklich unter Helmut Kohl oder Angela Merkel Kabinettsrang oder Bundesminister. Sie hätten mal Bundespräsident werden sollen, hörte man. Ist Ihnen jetzt im Herbst Ihrer Karriere, Sie haben die 70 gerade so überwunden, haben Sie manchmal diesen Phantomschmerz, das hätte ich doch gerne noch mal gemacht, oder spielt das keine Rolle in Ihrem Kopf? Nein, nie. Zumal im Übrigen ja am Beginn der Amtszeit von Angela Merkel es nicht nur die Möglichkeit, sondern eigentlich die ausdrückliche Einladung gab, in der Bundesregierung die Zuständigkeit für Kulturpolitik zu übernehmen, in welcher Konstruktion auch immer. Und es war mein Wunsch, Parlamentspräsident zu werden und nicht in die Regierungsverantwortung zu gehen. Das hat auch mit meiner eigenen Wahrnehmung eigener Präferenzen und Prioritäten zu tun. Ich war 10 Jahre in der Regierungszeit von Helmut Kohl als parlamentarischer Staatssekretär in 3 verschiedenen Ministerien, habe also Glanz und Elend exekutiver Verantwortung hinreichend gut kennengelernt. Und deswegen ist mir nach diesen 10 Jahren noch deutlicher geworden, als ich das vorher schon vermutet hatte, dass ich von meiner Mentalität her Parlamentarier und nicht Regierungsmensch bin. Insofern hat mir nicht nur nichts gefehlt, ich bin glücklich und dankbar, dass ich so lange erstens überhaupt und schon gar dann in dieser besonderen Funktion diese Aufgaben wahrnehmen konnte. Norbert Lammert ist einer der intellektuellen Vordenker seiner Partei und er hat jetzt eine Abhandlung zur Geschichte der CDU verfasst. Michael Bröker hat ihn natürlich auch danach gefragt, aber nicht nur der Rückblick hat ihn interessiert, sondern besonders auch die zukünftigen Herausforderungen der Partei. Sie haben ein wuchtiges, 700 Seiten starkes Handbuch zur Geschichte der CDU herausgegeben. Welche Überschrift würden Sie eigentlich dem Kapitel geben, das die CDU jetzt in dieser Phase beschreibt? Die Union befindet sich ganz sicher, wie das Land auch, in einem Krisenmodus. Sie ist nicht mehr in der Regierung. Sie ist auch in vielen Fragen nicht mehr programmatisch konkurrenzlos, sodass außer der ohnehin für die Union etwas ungewöhnlichen neuen Rolle, weil sie sich ja nicht nur im statistischen Sinne als Regierungspartei versteht,
eine ganz besondere Lage des eigenen Landes mit außenpolitischen, verteidigungspolitischen, Wirtschafts-, Finanz- und haushaltspolitischen Fragen, die sich damit alle gleichzeitig verbinden, auch das neue Rollenverständnis prägt. Und ob sich das überhaupt unter eine zutreffende Überschrift bringen lässt, das wissen Journalisten ja regelmäßig viel besser als Politiker. Jedenfalls hat die CDU eine Identitätsdebatte am Hals in eigener Sache, wenn man so will. Was ist denn für Sie der Kern dieser Partei im 21. Jahrhundert? Darüber will sie und muss sie in dem Programmdiskussionsprozess Auskunft geben. Es gibt manche alte Fragen, die neu beantwortet werden müssen. Macht es beispielsweise in einer Gesellschaft, in der in diesem Jahr zum ersten Mal weniger als die Hälfte aller in Deutschland lebenden Menschen überhaupt noch einer der beiden großen, früher großen christlichen Kirchen angehört, Sinn, an der Etikettierung als christlich-demokratische Partei festzuhalten? Da gab es ja auch mal eine kurze Debatte. Zur Einordnung für die Hörer, der Professor Andreas Röder hatte als Teil der Kommission Grundwertecharta vorgeschlagen, man könne eventuell ja auf das C im Namen auch mal verzichten. Er hat es, worauf er Wert legt, nicht förmlich empfohlen, sondern hat es gewissermaßen als eine der denkbaren Optionen aufgeführt. Interessanterweise hat es in meiner Wahrnehmung nicht eine einzige unterstützende Stimme aus der Partei gegeben. Was zunächst mal ein starkes Indiz dafür ist, dass es ein großes Interesse gibt, an diesem Selbstverständnis festzuhalten, aber natürlich nicht die Frage beantwortet, was verstehen wir denn eigentlich darunter? Auch das Unionsverständnis, das ja aus der Gründungsphase der Partei stammt, eben nicht an eine vorhandene alte Tradition anzuknüpfen, sondern etwas Neues zu machen, eine Union von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, von Frauen und Männern, von Jungen und Alten, von städtisch geprägten und eher ländlich geprägten Regionen in ein und derselben Partei zusammenzubinden und dabei den immer wieder notwendigen Prozess in einer Gesellschaft ein gemeinsames Urteil zu bilden, in einer Volkspartei zu organisieren, ist nach meiner Überzeugung gewiss nicht überholt, muss aber unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts sicher anders beantwortet werden als nach dem völligen Zusammenbruch 1945. Wie und wo sieht Norbert Lammert die politischen Gegner gerade aktuell aufgestellt? Wie steht es um die Konkurrenz im bürgerlichen Lager mit den Grünen? Und wie schaut ein älterer Politiker wie er auf die jüngere Generation, die danach rückt, auf deren Kommunikationsfähigkeit und diesen einen ganz besonderen deutschen Politstar, der gerade im Rampenlicht steht? Herr Lammert, Angela Merkel hat ja mal gesagt, ich bin konservativ, dann bin ich mal liberal, dann bin ich mal sozial. Und es gibt diesen gnadenlosen Pragmatismus in der Politik, den erleben wir zum Beispiel auch in dem derzeit populärsten Politiker in Deutschland, Robert Habeck, der sogar über die Kernenergie öffentlich nachdenkt, die Braunkohlekraftwerke wieder zurückholt und die Grünen ihn dafür trotzdem schätzen und die Deutschen erst recht. Was kann die CDU, was kann man von diesem Robert Habeck und diesem Pragmatismus lernen? Ich schätze ihn übrigens auch, weil er meiner Erwartung über die Aufgabe von Politikern unter den Bedingungen, die wir nun einmal haben und auch für die überschaubare Zukunft voraussichtlich haben, in einer beachtlichen Weise nahe kommt. Ich habe seit vielen Jahren die Auffassung vertreten, dass die vielleicht wichtigste einzelne Qualifikation eines Politikers, auch eines Kandidaten für Mandate, heute vielleicht darin besteht, komplizierte Zusammenhänge zu erläutern und auch das Dilemma zu verdeutlichen, das sich mit einer unangenehmen Regelmäßigkeit bei Lösungsversuchen ergibt, weil es die rundum überzeugenden Lösungen selten gibt. Deswegen würde ich auch Robert Habeck ausdrücklich gegen die Behauptung in Schutz nehmen, er sei Populist. Genau das ist er nicht. Also das charakteristische Merkmal von Populisten besteht darin, dass sie auf komplizierte Fragen einfache Antworten geben, was im Übrigen fatal attraktiv ist. Genau das tut er nicht. Er erklärt regelmäßig, warum er sich bei dieser oder jener Aufgabe schwer tut, eine Lösung zu finden, weil er die Einwände gleich mitformuliert, die er bei seinem Publikum zu Recht oder zu Unrecht erwartet. Und damit vermittelt er mindestens, und ich finde auch zu Recht, den Eindruck, er macht es sich nicht einfacher, als es ist, und bittet auch diejenigen, die ihn gewählt haben oder wählen sollten, mindestens nachzuvollziehen,
warum er am Ende in der Abwägung von diesen und jenen Aspekten diese Lösung favorisiert und nicht jene. So, was wiederum nie über jeden Zweifel erhaben ist, aber eine adäquate Annäherung an die Komplexität von Problemen, mit denen wir zu tun haben. Bedeutet auch, die Zeit von multiplen Krisen könnte eine gute Zeit sein für Politik, weil es gerade jetzt auf Politik oder zumindest politische Kommunikation ankommt. Jedenfalls wäre es mir sehr recht, wenn die Notwendigkeit, nachdenklich, sorgfältig, gelegentlich auch zögerlich mit komplizierten Fragen umzugehen und die Alternativen nicht schlicht wegzudrücken, sondern im Kopf zu haben und auch zu vermitteln, stilprägend würde. Sind die Grünen inzwischen die Hauptkonkurrenz im politischen Raum für die Union, gerade weil es einen Habeck gibt, der sagt, wir sind die bürgerliche Partei, gerade weil diese Partei in die Mitte ausgreift im urbanen Milieu? Auf den ersten Blick spricht manches für diese Vermutung. Mit Blick auf die Wählerstatistik ist es wiederum eine Spur komplizierter. Der Anteil der sogenannten Stammwähler, also derjenigen Wählerinnen und Wähler, die, wenn sie überhaupt zur Wahl gehen, immer dieselbe Partei wählen, ist im Laufe der Jahre kontinuierlich und in der Zwischenzeit eigentlich dramatisch zurückgegangen. Von allen Wahlberechtigten in Deutschland sind nur noch 30% Stammwähler irgendeiner Partei. Was bedeutet, dass selbst die ehemals großen Volksparteien nur etwa 10% der Wahlberechtigten als vermeintlich sichere eigene Wähler einkalkulieren können. Und die müssen zur Wahlurne gebracht werden. Das heißt, bei jeder Wahl entscheiden heute, sehr im Unterschied zu der Situation, in der ich mal meine politische Laufbahn begonnen habe, nicht mehr die Mobilisierung der Stammwähler über das Wahlergebnis, sondern die Orientierung von Wechselwählern. Und da konkurrieren die in der Wahrnehmung der Wählerinnen und Wähler Parteien der Mitte um den größeren Teil der Wählerschaft. Also insofern befinden wir uns tatsächlich da auch mit den Grünen, aber nicht nur mit den Grünen, in einer bei jedem Wahlkampf neuen Wettbewerbssituation. Michael Bröker hat mit Professor Dr. Norbert Lammert eine Woche vor dem Bundesparteitag in Hannover ein tiefgehendes und relevantes Gespräch über die Identität der CDU geführt, das wir Ihnen sehr empfehlen. Ab morgen früh hören Sie das ganze Gespräch. Es geht auch um die Frauenquote, das Gendern und die Frage nach einer Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz. Das finden Sie dann als Hauptstadt das Briefing auf thepioneer.de und in der Pioneer App. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da hat die Börsenaufsicht in den USA ein paar Fragen an Twitter. Die Hintergründe kennt wie immer Anne Schwedt an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Hi Chelsea. Es geht um sogenannte Fake-Accounts bei Twitter. Worum geht es da genau und warum interessiert das die Börsenaufsicht eigentlich? Also das Thema Fake-Accounts bei Twitter hatte ja Elon Musk aufgeworfen, als es darum ging, dass er den Kurznachrichtendienst kaufen will. Unter Fake-Accounts versteht man Accounts, hinter denen keine echten Personen stecken, sondern entweder Bots, also Computerprogramme, die diese Accounts dann steuern, oder Accounts, die zwar von echten Menschen erstellt wurden, sich aber als jemand anderes ausgeben. Nur echte Accounts sind eigentlich für Twitter relevant, wenn es eben darum geht, Werbung zu verkaufen. Elon Musk wollte ja von Twitter wissen, wie viele Fake-Accounts es da gibt, um den echten Wert des Unternehmens zu ermitteln. Er bekam damals aber keine wirklich zufriedenstellende Antwort. Twitter sagt, dass es monatlich 238 Millionen aktive Nutzer hat und rund 5% der Accounts Fake-Accounts sind. Das Netzwerk legt aber nicht offen, wie es auf diese Zahl kommt. Jetzt hat sich also die Börsenaufsicht eingeschaltet und will von Twitter wissen, wie genau das Netzwerk die Anzahl der Fake-Accounts auf der Plattform rechnet. Diese Zahlen werden nämlich von Twitter benutzt, um Werbekunden zu gewinnen, was ja die Haupteinnahmequelle ist. Sollte sich jetzt rausstellen, dass diese Angaben falsch sind, dann wäre das eine aktive Täuschung von Investoren und Anlegern. Das dürfte neben der Börsenaufsicht auch die Richter in dem Prozess zwischen Elon Musk und Twitter interessieren. Musk will ja das Netzwerk jetzt doch nicht mehr kaufen, weil er glaubt, dass die Angaben zu Fake-Accounts falsch seien. Twitter will ihn aber gerichtlich zum Kauf zwingen. Der Prozess soll jetzt am 17. Oktober beginnen. Spätestens dann werden wir wohl wissen, wie viele Fake-Accounts es wirklich bei Twitter gibt. Danke, Anne. Und damit zu Annette Weißbach. Auch sie hat neue Zahlen vom Parkett in Frankfurt. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Chelsea. Delivery Hero wurde erst gehypt und dann kam der Absturz der Aktie. Jetzt gibt es neue Quartalszahlen. Wie sehen die aus?
Die Zahlen von Delivery Hero sind sehr schlecht ausgefallen. Unterm Strich ist ein Verlust von 1,47 Milliarden Euro in den ersten 6 Monaten aufgelaufen. Der ist noch mal höher, der Verlust, als im Vorjahreszeitraum. Da war der Verlust nur, in Anführungsstrichen, rund 1 Milliarde Euro. Es sind höhere Kosten für Werbung, IT und Verwaltung, aber auch Wertminderung auf mehrere Firmenwerte, die die Bilanz deutlich belasten. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Management erste Kennziffern für das zweite Quartal veröffentlicht und dabei in Aussicht gestellt, in vorhersehbarer Zukunft zumindest auf operativer Ebene profitabel zu werden. Gestern hat das nicht viel geholfen. Die Aktien des Lieferdienstanbieters gaben rund 4% nach und zählten damit zu den größten Verlierern im MDAX. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass das deutscheste Laugengebäck überhaupt, die Laugenbrezel, Weltkulturerbe der UNESCO werden soll. So zumindest der Plan der Bäckerinnung in Baden-Württemberg. Und die hat prominenten Beistand der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, hier im SWR. Ich unterstütze das bei jeder Etappe. Und ich finde das eigentlich ein schönes Symbol. Und wofür ich mich auch einsetze, ist, dass das eine länderübergreifende Initiative wird. Der Einsatz des Ministers hat auch persönliche Gründe. Sie ahnen es. Ich als Minister, dessen Wurzeln in Bad Urach sind, in der Stadt, in der, wie man bei Thaddäus Troll nachlesen kann, Gotthelf Grieshaber damals die Brezel erfunden hat. Ja, der Politiker teilt sich die schwäbische Heimatstadt mit der Brezel. Aber was ist das genau für eine Legende? Es war einmal im Jahre 1477. Ein Bäcker am Hofe des Grafen Eberhard in Urach war zum Tode verurteilt, weil er gestohlen haben soll. Der großmütige Graf gab ihm aber noch eine Möglichkeit, mit dem Leben davonzukommen. Er sprach: Schafftest du es, bevor die Sonne zum dritten Mal aufgeht, ein Brot zu backen, durch das die Sonne 3-mal scheint? So sollst du Gnade erfahren. 2 Tage lang hatte der Bäcker keine Idee. Angesichts der scheinbar unlösbaren Aufgabe bangte er um sein Leben. Aber als seine Frau mit verschränkten Armen dastand, hatte er den lebensrettenden Einfall, ein kleines Brot in einer Schleife zu backen, durch welches an 3 Stellen die Sonne scheint. Die Brezel war geboren. Allein für diese schöne Legende hat es die Brezel verdient, Weltkulturerbe zu werden. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass, sobald man aus einer erfolgreichen Musikerfamilie kommt, die Messlatte für den aufstrebenden Nachwuchs immer extrem hoch liegt. Jüngstes Beispiel jetzt die Tochter von Madonna, Lourdes Lola Leon. Sie hat jetzt ihren ersten Song Lock and Key unter dem Künstlernamen Lola Hall veröffentlicht. Der Song ist nicht so übel, durchschnittliche bis gute Popmusik, aber, und das ist das Problem, man vergleicht sie automatisch mit ihrer Mama Madonna. Und da kann sie nur verlieren. Aber Lourdes ist ja bei weitem nicht die Einzige, die sich in den übergroßen Fußstapfen der Eltern verliert oder zumindest schwer tut. Simon Collins zum Beispiel hat eine ähnliche Stimme wie sein Vater, der große Phil Collins. Klingt ähnlich wie Papa Phil, ist aber nicht mal ansatzweise so erfolgreich. Genau wie Elliot Sumner, eines der 6 Kinder von Police-Frontmann Sting. There's another machine now.
Wahrscheinlich ist es Fluch und Segen, wenn man in solchen Familien mit einem Superstar als Elternteil aufwächst. Man ist mit Talent gesegnet, bekommt zuerst einmal viel Aufmerksamkeit beim Karrierestart, für die andere Künstler sehr lange und hart kämpfen müssen, aber dann ist der Schatten von Mama oder Papa doch sehr groß. Das Original ist, zumindest in diesem Fall der Familie von Sting, einfach nicht zu toppen. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start in diesen neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Same time, same place.